Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play SimCity auf Starblight.de. Und ja, letzte Woche gab es ja halt die extra lange Folge, da ich den Mittwoch davor keine Zeit hatte, beziehungsweise mir Urlaub genommen habe und dann da nicht dazu kam, eine neue Folge aufzunehmen. Heute geht es dann halt wieder normaler Länge, wobei das ja eh sehr variabel ist. Aber mal gucken, wie lange es heute wird. Und ich würde sagen, wir gucken heute mal in Sternfelden rein. Das ist eine Stadt unserer großen Region und mal gucken, was heute so abgehen wird. Es gab ja schon die ein oder anderen Vorfälle, Besuch von einem großen Monster, das unsere Müllhalde leer gefressen hat, oder ein Erdbeben, das unsere große Uni zerstört hat. Wir haben hier so eine schöne kleine Statistik, weltweite Statistik. 14.499.019 Städte wurden bisher gegründet, seit SimCity 5 online gegangen ist. Und da sind wir auch schon in der Stadt Sternfelden. Macht sich so langsam, ist alles noch relativ kuschelig. Die Archäologie freigeschaltet. Na, das ist sehr schön. Das heißt, wir können jetzt das große Projekt der Archäologie angehen. Gucken, hier ist ja ordentlich was los auf den Straßen. Ja, die Stadt ist halt noch sehr jung und wächst aber schon sehr, sehr zügig, muss ich sagen. Und was wir für die Archäologie definitiv brauchen werden, ist 1 Million Simoleons. Und na, mach's mal auf. Starten Sie den Bau, das geht natürlich erst, wenn wir 1 Million Simoleons zusammen haben. Hat, glaube ich, jetzt so aus der Region bisher keine Stadt. 143.000, 14.000. Jo, das ist hier mit 200.000 noch mit am besten dran, würde ich sagen. Wir brauchen hier Müllentsorgung. Sonst in der Stadt alles okay. Ich bin noch ein bisschen verschnupft, deswegen nicht wundern, wenn ich ein bisschen komisch klinge. Fangen Sie mit billigen Straßen an, nutzen Sie dann das Straßenausbautool, um das Netz mit den Verkehrsaufkommen mitwachsen zu lassen. Ja, das machen wir ja auch. Ja, das letzte Mal, als wir hier Müllentsorgung eingerichtet haben. Ah ne, ich glaube, es war eine andere. Ne, es war eine andere Stadt. Da hatten wir ja einen netten Besuch von einem gefräßigen Monster. Und ich überlege gerade, ob ich vielleicht hier irgendwo noch eine Müllhalde hinkriegen. Hier sind Geschäfte. Hier sind auch Geschäfte. Das ist vielleicht nicht so tragisch, wenn ich dann hier eine Müllhalde hinbauen würde. Na, es würde platztechnisch ganz gut hinhauen. Dann ist die Stadt nämlich auch nicht auf die Müllentsorgung der anderen Stadt angewiesen. Ja, und da kommt auch schon direkt das nächste Wehwehchen. Das nächste Wehwehchen, das Abwasser. Wir haben zu viel Abwasser. Wir können das Abwasser nicht verarbeiten. Das ist natürlich nicht schön. Was brauchen wir denn? Hier haben wir ein Abwasserendrohr. Es ist auch ein bisschen wenig für die große Stadt, aber kommt es halt hier hin. Das freut die umgebenden Bewohner natürlich sehr. So, hier mal eure Feuerwerksshow. Die Missionen wiederholen sich natürlich auch regelmäßig. Das ist, ja, ist halt so. Ein bisschen mehr Variation wäre dann immer ganz schön. Dass man ein Stück auf sie direkt neben der Feuerwehr zentral nehmen. Bürgermeisterhaus ein bisschen. Ne? Ich überlege gerade, was nicht sinnvoll wäre. Ganz auf eine Entlösung.
das denn noch hinpassen würde. Das ist ganz schlecht. Hier, ja, ja. Ja, da freuen die sich alle sehr enorm, wie man sieht. Abwasser. Die Abwasserempore wieder entfernen. Und hier auch noch. Mir ist das auch aufgefallen. Hier sieht man ja dieses Zeichen, dass Gebäude verlassen sind. Mir ist jetzt erst nach all den Wochen, die ich dieses Spiel bereits spiele, ist aufgefallen, dass man hier draufklickt, dann auch zu den entsprechenden Gebäuden geschickt wird. So, jetzt kann man dann bei Spielen nicht mehr gebraucht werden. So, dann hier irgendwie die Gewerbegebiete konnten nicht ausreichend warten, weil sie Industriegebiete aus dem Ladung an die Läden verschickt werden können. Ja, wir haben hier natürlich einen großen Teil an ausschließlich Wohn- und Gewerbegebiet, während das Industriegebiet hier so ganz mickrig vorhanden ist. Mal gucken, ich glaube, hier könnte man mal so ein bisschen. Oh, die Grundstückspreise sind natürlich alles andere als schön. Aber ich mache jetzt auf jeden Fall Gewerbegebiete. Müssen die Leute hier leider auch. Jetzt können hier noch ein paar Industriegebiete entstehen. Ah, wir können das Airport upgraden. Sehr schön. So, Level 5. Die Leute protestieren. Der Grund ist zu viel Müll. Ja gut, dann fügen wir der Müllabfuhr noch ein, zwei Wagen hinzu. Dann geht es ja ein bisschen schneller vonstatten. So, jetzt sollte es ja aber auch laufen. Wie gesagt, meine Nase ist so ein bisschen läufig heute. Ich frage mich gerade, warum denn hier überhaupt so dieses. Okay, zurück zu. Jetzt haben wir nicht mehr genug Strom. Leute, kann man was aus der Umgebung kaufen kann. Ja, hier können wir noch was nehmen. So, auch was für einen hohen Zahn. Ach Gott, schnell. Ja, was machen wir denn da jetzt Schönes? Viele Möglichkeiten haben wir ja nicht. Wir haben gerade angefangen zu explodieren. Jetzt noch eins dranpacken. Hier leider nicht, aber hier würde noch gehen. Ja, es sind immer so diese ganzen Sachen, die man halt im Spiel immer wieder zu Gesicht bekommt.
kaufen. Nämlich einfach, dass, dass dann mal der Strom nicht mehr ausreicht. Läuft es gerade so noch. Ist natürlich keine dauerhafte Lösung jetzt. Da muss einfach die Tage mal dann was Größeres ran. So, mal in die anderen Städte gucken. Himmelspass sollte soweit jetzt relativ laufen. So wie meine Nase. Wäre jedenfalls schön, wenn es da jetzt mal halbwegs problemlos läuft. Kultstätte besuchen, naja, das ist jetzt, das kommt mit der Zeit. Wir haben hier nicht genug, die Steuern sind verdammt hoch. Steuern. Ja gut, dann machen wir die halt ein bisschen runter. So. Dieses Geblinke hier geht mir so ein bisschen auf die Nerven. Ja, ich weiß, dass ich eine Akkologie bauen kann. Habe ich auch so schon gemerkt. Vielen Dank. Die Steuern sind verdammt. Oh, ich habe die auch gerade. Leute, ich muss auch noch was verdienen. So. Zufrieden. Arschgeigen. Ja, so langsam kriegst du ja auch mal ein bisschen. Die sind schon zweite Stufe, mittlere Einkommensschicht. Naja, soweit alle dran, glaube ich. Ja, hier ist mal wieder ein verlassenes Gebäude. Die Uni, was will denn die Uni? Für die Universität gibt es unglaublich viele Möglichkeiten der Erweiterung. Sie sollten sich einmal den Editor ansehen. Ja, schön. Also, ich weiß, dass ich ein neues Gebäude dran pappen kann, aber das ist wenigstens im Lernen. Na, super, freut mich. Ja, ihr mich auch. Aktuell macht die Stadt hier ein bisschen Minus. Ist natürlich nicht so schön. Aber können wir ja noch so ein bisschen auffangen. Wie wär's mit Neuverschuldung? Klappt in der Politik in Deutschland ja auch ganz gut. In der Hoffnung, dass es jetzt mal ein bisschen besser wird. So, ich glaube, letztes Mal hatte ich angesprochen, dass ich jetzt plane, dass wir so ein bisschen in den Rohstoffmarkt einsteigen wollen. Den wir auch brauchen, da wir eben für unsere Arkologie, jetzt geht das natürlich weg, wenn ich mit der Maus dran gehe, wir brauchen insgesamt 2800 Tonnen Metall, 1000 Tonnen Legierungen und 60.000 Kisten mit TV-Geräten und die ploppen ja nicht einfach so in der Natur auf, sondern dafür müssen wir was tun und das habe ich jetzt vor. Braucht Gesundheitsversorgung, da gucke ich da nochmal ganz kurz rein. Ihr seht, je mehr Städte ihr macht, desto stressiger wird es eigentlich. Aber na gut, es gehört zum Spiel. Und wir wollen ja ein gescheiter Bürgermeister sein, deswegen müssen wir damit halt auch umgehen können. Gesundheitsversorgung heißt, wir brauchen Krankenhäuser. Ist das hier? Oh ne, das ist schon Wasser. Okay, wir brauchen Gesundheitsversorgung. Wir haben doch bestimmt hier irgendwo ein Krankenhaus. Ich kann mich erinnern, dass ich hier kein Krankenhaus gebaut habe. Okay, wir könnten ein großes Krankenhaus für 120.000 bauen. Ist natürlich Geld, das wir eigentlich für die Arkologie eingeplant haben. Aber indem wir dieses Krankenhaus hier bauen, setzen wir auch direkt einen gewissen Grundstein für die Versorgung der anderen Städte. Weil dann eben nämlich die Patienten auch aus den anderen Städten ins Krankenhaus kommen. Beziehungsweise das Krankenhaus die Versorgung der umliegenden Städte mit übernehmen kann. Und wir können halt natürlich jetzt auch hier so ein Notfallzentrum anschließen und sowas. Also ich baue das hier gerade mal ein bisschen aus. Wellnesszentrum. Wir können einen Wellnesswagen zu Wohnhäusern in der Stadt schicken. Ja, ist halt hier so Pflegedienst, würde ich fast sagen. Sorgt halt auch dafür, dass die Gesundheitsrate der Stadt stabil bleibt. Ich packe
direkt noch ein paar Krankentagen dran. Mach aber ja die Kohle, da kann man ein bisschen in die Vollen schöpfen. So, und noch ein Patientenflügel. Ach, wir bauen hier oben dran. Sieht doch schick aus. Gegen die anderen. Oh ja, wir können hier ein richtiges Hochhaus bauen. Wir könnten später noch ein Diagnoselabor bauen und ein Chirurgiezentrum. Dafür brauchen wir aber eine medizinische Fakultät an unserer Universität. Kommt bestimmt später auch noch. Was habt ihr hier für ein Problem? Ich genieße wirklich das Leben hier in Felskamp. Das ist eine lebendige, vielfältige Stadt. Ach, da war ein Tempel. Na, danke. Habt ihr hier. Nutzt den neu erstmal. Macht den erstmal kaputt. So, jetzt war ich hier schon. Nächstes Projekt. Sichelsee. Sichelsee ist reich an Öl und ein bisschen Erz gibt es auch. Dann würde ich sagen, werden wir dort in dieser Stadt die Industrie fördern. Und natürlich auch die Produktion der benötigten Materialien wie Legierungen und Metall. So, ist alles relativ flach hier, das ist ganz praktisch. Da muss ich jetzt nicht so viel umdenken, was die Konstruktion der Straßen und sowas angeht. So, hier legen wir die Hauptstraße lang. Hier können wir auch direkt eine Zugverbindung errichten. Machen wir mal zwei Stückchen kürzer. So. Direkt eine Zugverbindung, das ist auch sehr praktisch. Und, was sind wir denn? Wind war hier, glaube ich, gar nicht so gut. Machen wir ein Ölkraftwerk. Wir wollen ja schließlich auch, ach ja, ich nehme schon Kredit auf. 200.000 sollten reichen. Jetzt kann ich Steuern auf 11% machen. Damit wir auch gleich direkt verdienen. So, und Wasser. Jetzt wollt ihr auch noch Wasser. Wasser gibt's hier. So. Ein paar Wohngebäude weise ich jetzt halt auch mal aus. Einfach damit hier. So. Abwasserendrohr, Wind geht dahin, alles klar. So, direkt eine Zuganbindung, dass hier halt auch eben die Arbeitnehmer direkt in die Stadt kommen können. So, jetzt das Verkehrsnetz weiter ausbauen. Dann können wir hier nämlich auch direkt wieder Gebäude einteilen. So, dann lass uns doch mal gucken, wo es denn hier Öl gibt. So, Ölkarte. Da haben wir es. So, und wir sehen hier diese drei hübschen Flecken schwarzes Gold auf der Karte. Und das ist für uns natürlich das Zeichen. Alles klar, dort ist Öl vorhanden. Dort errichten wir jetzt unsere kleinen Ölfarmen, wie ich sie jetzt mal nennen werde. Und ich mache hier die Straßen so im Kreis drumherum. Sieht so ein bisschen stylisch aus, finde ich. So. Und so. Die Karte mache ich hier wieder zu. Damit wir nämlich auch hier Übersicht haben. So. Und so. Ist manchmal auch ein bisschen tricky, das Ganze halt so gepflegt irgendwie ins Straßen- oder ins Stadtbild einzubetten. Aber irgendwie passt es dann doch. So. So. Und dann halt direkt eine Verbindung an die Hauptstraße. Okay, jetzt fangen wir natürlich damit an, hier noch ein bisschen für die Arbeit
Nehmer zu tun. Wir machen hier noch ein kleines Gewerbegebiet hin. Und sonst würde ich einfach jetzt einfach mal pauschal überall Industrie hinmachen. Wie gesagt, das soll jetzt hier eine sehr industriestarke Stadt in unserer Region werden. Globale Öllieferung. So. Oh, ich kann hier schon mein Gemeindehaus hinsetzen lassen. Oh, das mache ich jetzt hier hin. Die Zuganbindung ist da, das heißt, Arbeitskräfte, Arbeitnehmer können dann später hier. Ich weiß, dass ich die Stadt benennen kann. Vielleicht mal ein Park and Ride. Ja. Und ein Busbahnhof. Ein Hoch auf unseren Busfahrer, Busfahrer, Busfahrer. Damit hier nämlich auch Busse aus der Region ankommen kann. So, wir machen hier noch direkt ein paar Haltestellen hin. So, okay, direkt Verkehrssache, alles gut. Erreichbar ist, etc. etc. Ihr kennt das ja schon aus den anderen Städten. Was halt so ein bisschen schade ist, was ein bisschen vielleicht das Spielvergnügen trübt, ist halt einfach, dass man so oft alles wiederholen muss, was man halt schon zigmal gemacht hat. Oh, jetzt wird es aber hier finanztechnisch kritisch. Dass man einfach so viel bereits Getanes wiederholen muss. Wir haben schon 3 Städte gegründet, jetzt müssen wir hier die 4. Stadt gründen. Und auch hier wieder Kraftwerk, und auch hier wieder Wasserversorgung, und auch hier wieder Straßenanbindung, etc. etc. Das ist halt so ein bisschen, na, nicht nervig, aber. Ja, es ist halt so. Ja, wir bauen eine Art. Dafür errichten wir das Ganze hier, ja. So, was wollte ich gesagt haben? Ja, es ist halt einfach ein bisschen eintönig. Wir bauen jetzt hier die Ölquelle hin. Können da direkt noch hier Transporter dran pappen. So, und ganz wichtig ist auch das Handelsdepot. Das ist dafür da, um halt den ganzen eingesammelten Kram zu verwalten und zu versenden und sowieso und überhaupt. So. Ich würde vielleicht hier noch. Bei Finanztechnik sieht das, glaube ich, gerade nicht so gut aus. Aber ich gehe jetzt einfach mal das ein. Auch noch ein zweites Ding hier. So, jetzt ist es wichtig, Leute in die Stadt zu kriegen, weil ihr seht, finanztechnisch ist es hier gerade nicht so rosig. Wohnhäuser ploppen zwar überall auf. Ich glaube, hier mache ich jetzt auch mal Wohnhaus draus. So. Naja, ich weiß. Wir bauen ja die Archäologie, Leute. Mal ganz geschmeidig bleiben. Ja, vielleicht noch ein Park. Können wir meinetwegen auch noch haben. Und dann sind wir uns nicht leben. Von hier unten kriegt ihr auch noch ein Grillpavillon. So. Hier läuft soweit jetzt erstmal alles. Jetzt müssen wir darauf warten, dass wir halt auch wieder ein bisschen Plus machen, finanziell gesehen. Sonst wird das hier eine ganz knappe Kiste. Aber die Umzugswagen kommen hier schon an und es wird fleißig gebaut. So soll es sein. Kann sein, dass ich jetzt ein zweites Versandlager gebaut habe. Tatsache.
Burger. So. Die roten Zahlen werden immer kleiner, das finde ich schön. Verteilung der Zone ist auch soweit ganz okay. Ich habe hier jetzt auch noch sehr großzügig gebaut. Ja, das weiß ich natürlich. Ich könnte jetzt halt hier noch eine weitere Förderpumpe dran heften. So, was wir natürlich dann später auch brauchen, ist eine sogenannte Rohölzentrale. Dafür müssen wir an einem Tag 9600 Barrel Öl abbauen. Aktuell laufen wir bei 920 am Tag. Das heißt, da fehlt noch ein bisschen was. Wir brauchen mehr Öl. Und dann, wenn es geschmeidig läuft, das Öl, dann können wir noch eine Ölraffinerie bauen. Und dann geht die ganze Sache hier auch ordentlich weiter. Das sind die Schlagplätze. Die Prozessorfabrik, die ist halt später dann wichtig, um Fernseher produzieren zu können. Elektronikzentrale ist dafür wichtig und Haltung der Elektronikfabrik, dort werden damit auch Fernseher gebaut. Ihr seht, das ist alles, das eine schließt das andere ein, das heißt, wir müssen Prozessoren bauen. Für Prozessoren brauchen wir dann halt Metalllegierungen und etc. Also es ist alles, das geht hier Hand in Hand einher. Und wir haben jetzt mit dieser Rohöl Farm den Grundstein gelegt. Hier wäre noch Erz vorhanden, das wird natürlich auch künftig abgebaut, sobald wir die 22.500 Simoleon zusammen haben, kann es hier losgehen. Gucken wir mal, da soll ich mich wieder in die Stadtansicht. Vielleicht schon mal den Weg dafür anlegen. So. Können hier auch noch ein paar Industriegebiete entstehen. Gesundheitsversorgung, also die Müll halt übernimmt hier auch noch ein bisschen. Ihr seht hier flupps wie geölt. Und Öl ist wie gesagt auch heute das große Stichwort. Wo fahrt ihr denn hin? Kommen wir ziemlich zu der Arbeit, noch einem langen Arbeitstag auf dem Weg nach Hause. Und hier arbeitet der gute Kerl. Das ist halt auch ganz lustig, dass man hier so ein bisschen seinen Sims auf den Zahn füllen kann. Und gucken, oh, wer ist denn das und wo arbeitet der und was macht der jetzt und sowas. Wäre vielleicht lustig, wenn man mit Sims 4, was für nächstes Jahr angekündigt ist, da noch irgendwie eine Verknüpfung herstellen könnte zwischen SimCity und Sims 4. Dass man halt irgendwie seine Familien, die man in Sims, SimCity, ach Quatsch, in Sims 4 erstellt hat, dann noch in SimCity irgendwie wiederfindet oder sowas. Da gibt's ja immer so lustige Sachen. So, jetzt brauche ich hier erstmal noch einen Krankenwagen, Krankenhaus. So, ja, wie gesagt, 22.500 Simoleons brauchen wir, um eben noch Erz abbauen zu können. Aus der Umgebung unterwegs, glaube ich. Ja, steht anderen Städten auch noch zur Verfügung. Das läuft auch.
Stromniveau ist auf guten 147 Überschuss. Simpson Wartestellung einer Passagiere 534 pro Tag. Da kam auch gerade ein Zug angefahren. So. Sieht so ein bisschen aus wie so ein schreiendes Gesicht. Fällt mir gerade auf. Ich finde ja toll, dass Maxis Schreck-Eltering-Arzt diese Gedenkstätten unseres ins Spiel eingebaut hat, aber es geht mir auf den Sender, dass alle 5 Minuten nach so einem Scheiß-Tempel geschrien wird. Wo brauche ich denn das Ding jetzt? Wenigstens sind die Dinger kostenlos. Ja. Gut ist. So, jetzt können wir die das Erzbergwerk bauen. So, da haben wir jetzt unser Erzbergwerk. Bekommt auch noch ein eigenes Versandlager. Und das können wir natürlich auch noch weiter ausbauen, was ich halt auch später da machen werde. Beziehungsweise ich werde hier noch ein weiteres hinbauen, denke ich. Mal gucken. Kostet halt auch erstmal 16.000 Simlens, um das halt irgendwie zu erweitern. So, aber hier kann ich vielleicht mal schnell Roherzlager dran bauen. Kurz einen Moment warten, bis wieder Geld auf dem Konto ist. So. Ja, die müssen halt jetzt erstmal produzieren und produzieren und sowas. Ja, wir können das halt jetzt auch an den Markt verkaufen. Der sagt uns gerade auch schon hier, bauen eine Rohölzentrale. Die können wir aber noch nicht bauen, weil wir bisher erst 200 Barrel Öl abgebaut haben pro Tag. Also da müssen wir noch ein bisschen mehr, ein bisschen mehr abbauen, bis wir da an den geforderten Betrag kommen. Und ich würde sagen, wir haben jetzt hier erstmal einen guten Grundstein gelegt. Läuft wie geschmiert, wie mit Öl. Ich kann es nicht oft genug sagen, auch wenn es eigentlich der schlechteste Witz seit langem ist, den ich hier raushaue. Aber verzeiht mir, meine Nase ist zu, da kommen schon mal blöde Sprüche raus dann aus dem Mund. Ja, so viel zum Feuerwehr. Ich habe jetzt kein Geld für Feuerwehr. Müsst ihr halt aufhören, hier Feuerteufel zu spielen. So, das mache ich noch schnell. Ja. Wir haben jetzt einen guten Grundstein gelegt. Haben hier unser Erzbergwerk, unsere Ölquelle. Und das werden wir dann in der nächsten Folge weiter aufbauen alles. Die nächste Folge wird es dann wie gewohnt nächste Woche Mittwoch geben. Hier bricht gerade ein Feuer aus, sehr schön. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder einschaltet zu Let's Play SimCity auf Starblight.de. Ich bin der Skylinx und ich würde mich freuen, wenn ihr, wie gesagt, nächste Woche. Vielen Dank und noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.